Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Panasonic Academy. Ich bin Andreas Uhlig und in diesem Video stelle ich euch die Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer der M-Serie von Panasonic vor. Die Serie umfasst die Modelle M300, M500 und das Flaggschiff, den M700. Diese drei Kopfhörer arbeiten nach dem sogenannten geschlossenen Prinzip und bieten somit bereits beim Aufsetzen eine gute akustische Isolierung von der Außenwelt. Das heißt, zum einen nehmt ihr weniger Außengeräusche wahr, zum anderen stört ihr niemanden in eurer Nähe, da der Ton des Kopfhörers so gut wie nicht nach außen dringt. Die M-Serie ist in den Farben Schwarz und Lichtgrau erhältlich. Auf der Unterseite der rechten Hörmuschel befinden sich die USB-Ladebuchse und die Bedientasten. Im Lieferumfang befinden sich neben den Hörern selbst ein USB-C-Ladekabel und ein 3,5 mm Klinkekabel. Falls man mal einen Zuspieler ohne Bluetooth nutzen möchte oder der Akku des Kopfhörers nicht aufgeladen ist. Die Anschlussbuchse für das Klinkekabel befindet sich an der Unterseite der linken Hörmuschel. Wenn ihr wissen wollt, wo bei unseren Kopfhörern links und rechts ist, dann schaut einfach auf die Innenseite des Kopfbügelgelenks. Um es noch einfacher zu machen, ist auf der Innenseite ein kleiner Nupsi zu ertasten. Das ist dann die linke Seite. Auch der Tragekomfort lag uns am Herzen. Somit kommt bereits der M300 mit komfortablen Ohrpolstern daher. Beim M500 und M700 steigern wir diesen Komfort nochmals deutlich. Und das spürt man. Beziehungsweise man spürt es nicht. Denn die Ohrpolster bestehen aus einer nahtlosen Oberfläche und langlebigem Memory-Schaum. Mit diesen Ohrpolstern entsteht auch bei längerem Tragen kein unangenehmes Druckgefühl. Die Kopfbügel können für alle Kopfgrößen flexibel angepasst werden. Die Hörmuscheln der M-Serie sind für einen perfekten Sitz drehbar und für einen platzsparenden Transport komplett einklappbar. Im Inneren arbeitet in allen Kopfhörern ein hochwertiger 40 mm Schallwandler mit einem kräftigen und gleichzeitig sehr leichten Neodym-Magneten. Die Membran besteht aus hochelastischen Nanofasern, welche akustisch viele Vorteile mit sich bringt. Diese Membran ist zudem nicht, wie sonst üblich, direkt mit dem Rahmen verklebt, sondern deutlich aufwendiger mit einer freischwingenden Sicke versehen. Dieses Prinzip wird auch bei Lautsprechertreibern angewendet und erzeugt eine absolut gleichmäßige Bewegung der Membran ohne jegliche Verformung und garantiert bei der M-Serie einen absolut sauberen und bis in die tiefsten Bässe reichenden Sound ohne störende Verzerrungen. Somit besitzt bereits das Einstiegsmodell der M300 die XPS Deep-Technologie, welche für ein sauber definiertes, echtes Tiefbasserlebnis sorgt. Eine gute Basis für ein solides Klangerlebnis, welches mit dem zuschaltbaren Bass-Enhancer noch verbessert werden kann. Der 500er und der 700er sind die Highlights der Serie. Beide Kopfhörer sind mit einer Körperschallfunktion, dem Bassreaktor, ausgestattet. Den Bässen folgend wird das Gehäuse des Kopfhörers über einen Vibrationsmotor in Schwingung versetzt. Somit werden tiefe Bässe nicht nur hörbar, sondern auch spürbar, was normalerweise nur mit riesigen Beschallungsanlagen möglich ist. Bei entsprechender Musik, bei soundstarken Actionfilmen und auch beim Gaming kommt so enorm viel Spaß auf. Allein der M700 stellt eine Noise-Cancelling-Funktion zur Verfügung und unterdrückt auf Wunsch störende Umgebungsgeräusche. Um das Paket perfekt zu machen, sind alle drei Modelle mit einem Mikrofon für die Mobiltelefonie ausgestattet, können also als Headset verwendet werden und auch Sprachassistenten wie Siri und Google Assist werden unterstützt. Da es sich um Bluetooth-Kopfhörer handelt, sind die Modelle der M-Serie auch ein idealer Spielpartner für alle Panasonic TV-Geräte ab der FXW-Serie, welche Bluetooth Audio Link an Bord haben. Beim Ausschalten ertönt eine Ansage zum Akkustand. Battery high. So weiß man nach jeder Nutzung, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen. Ihr könnt den Ladezustand aber auch auf eurem Smartphone oder Tablet ablesen. Da der Bassreaktor und Noise Cancelling etwas mehr Energie benötigen, beträgt die Akkulaufzeit beim 700er, der alle Features an Bord hat, bis zu 20 Stunden. Beim 500er ohne Noise Cancelling
bis zu 30 Stunden und beim 300er ohne Bassreaktor und Noise Cancelling bis zu 50 Stunden. Durch die Quick Charge Funktion sind alle drei Modelle schnell wieder einsatzbereit. Nach nur 15 Minuten Ladezeit kann der 300er 3 Stunden, der 500er 2 Stunden und der 700er 1,5 Stunden genutzt werden. Fassen wir zusammen. Die Bluetooth-Kopfhörer der M-Serie bieten jede Menge Spaß beim Musikhören, Fernsehen, Gaming und beim Telefonieren. Alle Modelle arbeiten nach dem geschlossenen Prinzip und sind mit einem hochwertigen 40 mm Nanofasermembrantreiber ausgestattet. Als Einsteigermodell der M-Serie liefert der M300 ein solides Klangerlebnis und beeindruckt mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Der M500 packt klanglich noch eine Schippe drauf. Mit dem Bassreaktor wird das Klangerlebnis nicht nur hörbar, sondern auch spürbar verbessert. Beim Tragekomfort begeistert das Polster des M500 nicht nur durch eine nahtlose Oberfläche, sondern auch mit langlebigem Memory-Schaum. Als Flaggschiff der Serie hat der M700 alle Ausstattungsmerkmale des M500 an Bord und Noise Cancelling rundet sein Ausstattungspaket ab. Das war's für heute von der Panasonic Academy. Wir hoffen, wir haben euer Interesse für diese tollen Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer geweckt und wünschen euch viel Spaß mit dem M300, dem M500 und dem M700 aus der M-Serie von Panasonic. Panasonic.